Hallo, hier ist wieder Manni. In diesem Video schauen wir uns wieder den IFO-Bericht an. Hier gab es einen historischen Einbruch bei den Erwartungen. Das kommt jetzt gleich als erstes. Danach schauen wir uns den Bitcoin-Chart an, was die nächsten Monate und Wochen meines Erachtens kommen wird und wie ich die ganze Lage einschätze. Danach noch Hang Seng bzw. Emerging Markets, der DAX und zum Schluss ein Fazit, was ich mit Kapital machen würde, wenn ich welches zu vergeben hätte. Viel Spaß mit diesem Video. Fangen wir also mit dem IFO-Geschäftsklima an. Im letzten Video haben wir hier einen relativ großen Optimismus gesehen. Das Problem war dabei, dass hier die Umfrage für das IFO-Geschäftsklima vor dem Kriegsausbruch stattgefunden hat und dass es dann an mir lag, diesen Kriegsausbruch, der dann kurz nach der Umfrage kam, aber vor meinem Video, das entsprechend zu bewerten. Und ich habe das so gesehen, dass Russland tatsächlich keine große Volkswirtschaft ist, dass das auf der Welt keine große Rolle spielt und dass vermutlich Sanktionen kommen werden, aber dass die nicht allzu wild sind. Und deswegen bin ich davon ausgegangen, dass die deutsche Wirtschaft hier auf ein Ende der Corona-Krise setzt, dass dieser Optimismus durchaus berechtigt ist und dass wir dementsprechend dann hier wieder einen kleinen Aufwärtstrend sehen könnten. Dafür haben vor allem gesprochen, dass hier relativ große Zuwächse zu verzeichnen waren. Also plus 2,9, plus 2,4 und plus 3,4 in den Erwartungen. Das sind schon deutliche Zuwächse. Aber was noch deutlicher ist, das sind hier diese Einbrüche kurz danach, also in diesem Monat beim IFO-Geschäftsklima, vor allem bei den Erwartungen. Und das ist wirklich historisch. Wenn man sich den Rückgang der Erwartungen bei der Corona-Pandemie am Anfang sich anschaut, das war nur minus 11,8 und jetzt minus 13,3. Das heißt, dass der Ukraine-Krieg hier deutlich negativer gesehen wurde von den Erwartungen her als eine weltweite Pandemie. Und da muss man ganz klar sagen, dass ich das hier völlig unterschätzt habe. Wir kommen auch später in dem Video nochmal darauf, was da vielleicht der Grund sein könnte. Auf jeden Fall sieht das jetzt hier überhaupt nicht rosig aus. Also das Klima minus 7,7 und die Erwartungen, wie gesagt, minus 13,3. Die Lage, die ist jetzt noch nicht so schlimm, also minus 1,6 ist ein relativ moderater Rückgang. Aber normalerweise ist es auch so, dass die Lage der Erwartung hinterherhängt. Das heißt, wir sollten hier erwarten, dass es auch hier nochmal deutlich nach unten geht, wobei sich das hier auch relativ schnell ändern kann, wenn der Ukraine-Krieg relativ schnell beendet werden sollte. Trotzdem gehe ich jetzt erstmal von dem negativen Szenario aus und erwarte, dass hier die Lage auch entsprechend rückläufig sein wird. Ähnlich sieht es auch bei der IFO-Konjunkturuhr aus. Ich habe hier im gelben Rahmen meine Erwartung für das erste Quartal reingepackt und wir sind jetzt letzten Monat aus diesem Rahmen ganz bisschen ausgebrochen und sind jetzt hier in diesen Boom-Quadranten reingekommen. Und ich meinte im letzten Video, dass ich hier, wenn wir jetzt hier weiter reingehen, dass ich hier eine Übertreibung sehe oder eine Crash-Gefahr. Tatsächlich bin ich auch davon ausgegangen, dass dieser Ukraine-Krieg eben nicht so große Auswirkungen hat und dass wir jetzt hier auch ein bisschen reinlaufen werden. Vielleicht nicht allzu hoch, aber schon ein Stück weit. Und dass am Ende die Zinserhöhung oder eine weitere Eskalation das Ganze wieder in den Krisequadranten zurückschieben wird. Dadurch, dass die Lieferengpässe sich noch nicht aufgelöst haben und dieser Ukraine-Krieg deutliche Spuren auch in der Welt hinterlassen hat, ist das hier fast zu einer 180-Grad-Wende gekommen. Wir sind jetzt hier kurz vor diesem Krisequadranten angekommen, also tief im Abkühlungsbereich. Und dementsprechend sind auch meine Erwartungen jetzt für die nächsten 3 Monate, dass wir uns hier irgendwo im Krisenquadranten reinbewegen werden. Es kann natürlich sein, dass es hier immer wieder auch kleine Erholungsphasen geben wird, zum Beispiel wenn relativ schnell der Frieden beschlossen wird. Dadurch, dass jetzt die Fronten verhärtet sind, könnte es ja sein, dass diese Friedensverhandlungen jetzt durchaus mehr Früchte tragen. Die Lieferengpässe könnten jetzt durch das Wetter in China entsprechend aufgelöst werden. Auch das kann natürlich dazu führen, dass es hier entsprechende Erholungsphasen geben wird. Trotzdem gehe ich jetzt erstmal davon aus, dass wir uns hier ein bisschen festsetzen werden. Und bei der Konjunkturampel, da habe ich ja im Januar schon gesagt, dass ich hier von sowas ausgehe, ungefähr wie im Jahr 2018, dass wir jetzt hier zwar nach oben gehen werden, dass wir hier so ein paar grüne Punkte ausarbeiten und dass es dann durch irgendeine überraschende Insolvenz von irgendeinem größeren Unternehmen es hier wieder nach unten geht. Und das hier ist dann tatsächlich passiert, also wir haben jetzt hier nur einen grünen Punkt gesehen. Ich denke, der Ukraine-Krieg ist dafür verantwortlich, dass wir jetzt hier nicht mehrere gesehen haben und wir sind jetzt hier wieder deutlich nach unten gegangen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit für eine kontraktive Wirtschaftsentwicklung ist hier deutlich größer. Es kann natürlich auch wieder aus denselben Gründen sein, dass wir jetzt hier nochmal nach oben laufen und vielleicht auch nochmal einen grünen Punkt setzen. Ich gehe aber davon aus, dass wir uns erstmal hier im unteren Bereich festsetzen werden. Vielleicht mal so einen gelben Punkt, also ähnlich vielleicht so wie hier Ende 2018, Anfang 2019. So, was macht das jetzt hier bei Bitcoin und anderen Assetklassen aus? Bei Bitcoin habe ich im letzten Video darüber gesprochen, dass wir uns jetzt hier in so einer ganz leichten Aufwärtstrend uns bewegen und dass ich hier oben eine Verkaufszone für Risk-On-Investoren sehe und hier unten eine starke Kaufzone für Bitcoiner und für Maxis. Und dass wir dann spätestens kurz vor dem Halving dann eine entsprechende Aufwärtsbewegung sehen, meistens ist es immer kurz davor,
und dass wir dann diese Verkaufszone nach oben durchbrechen werden. Ich bin in der letzten Monat nicht so detailliert drauf eingegangen, deswegen möchte ich das an dieser Stelle nochmal ein bisschen genauer machen. Also wir haben jetzt gesehen, wir sind tatsächlich noch in der Range und es gibt natürlich auch Gründe, warum wir im Vorfeld schon hier oben durchbrechen könnten. Zum Beispiel ist eine Möglichkeit die Regulierung. Es gibt ja durchaus einige Fondsmanager oder andere professionelle Investoren, die ganz gerne eigentlich selbst oder auch für ihre Kunden in Bitcoin investieren möchten, aber es einfach noch nicht dürfen, einfach weil die Regulierungen fehlen. Und sobald diese Regulierungen kommen, sehe ich hier auf jeden Fall sehr viel Potenzial nach oben. Denn dann könnte eine ganz neue Gruppe von Investoren in diesen Markt reinkommen. Theoretisch ist es auch vorher möglich, denn wir haben ja auf den On-Chain-Daten, die auch Raphael teilweise vorbereitet hat, ist auf jeden Fall ganz klar zu sehen, dass wir hier eine Angebotsverknappung haben und dass das Netzwerk trotzdem weiter wächst und deswegen muss es langfristig sowieso nach oben gehen. Trotzdem gehe ich jetzt mal davon aus, dass selbst wenn wir jetzt hier nach oben an diese Verkaufszone nochmal rankommen sollten, dass wir dann nochmal einen Abverkauf sehen werden. Wie tief der dann wird, kann man an der Stelle glaube ich noch nicht sagen. Da müssen wir erstmal schauen, welche Widerstandszonen wir hier anlaufen und welche hier funktionieren und welche nicht. Also die Aufwärtsbewegung ist dafür wichtig, um einzuschätzen, wie die Abwärtsbewegung laufen wird. Auf jeden Fall habe ich schon auch in den vergangenen Videos darüber gesprochen, dass ich der Meinung bin, dass die Risk-On-Investoren im Bitcoin-Markt deutlich weniger geworden sind und dass das hier auch der Grund ist für diese Abwärtsbewegung. Und dadurch, dass sie jetzt so deutlich weniger geworden sind, werden aus meiner Sicht die Rückläufe hier nach unten eben nicht mehr so stark ausfallen. Und die möchte ich mit euch mal ein bisschen genauer anschauen. Also was passiert denn jetzt hier eigentlich bei Bitcoin vielleicht in den nächsten Wochen? Und da ist hier ganz klar erkenntlich, dass wir hier so eine Dreiecksformation haben. Und außerdem haben wir jetzt hier noch eine Widerstandszone, nämlich hier bei ungefähr 46.000 und die 200-Tage-Linie, die ich hier mit so einem roten Strich nochmal verlängert habe, damit man das hier nochmal ein bisschen deutlicher sehen kann. Und diese beiden Formationen möchte ich mit euch noch ein bisschen genauer anschauen. Also einmal diese Widerstandszone und einmal die Dreiecksformation. Fangen wir mal mit der Dreiecksformation an. Also oft ist es so, dass so ein Preis sich in so einem Dreieck hin und her bewegt und dass es dann irgendwann zu einem Ausbruch kommt. Entweder nach oben oder nach unten. Und in beiden Fällen ist dann das entsprechende Kursziel ungefähr genauso viel höher vom Ausbruchspunkt aus wie die erste Kante in diesem Dreieck. Also wenn man diese blaue Linie jetzt hier verlängern würde, würde man hier auf ungefähr 55.000, 56.000 kommen. Ist also deutlich oberhalb von diesem Chartausschnitt. Und nach unten hin genau das gleiche. Auch dann würde man ungefähr bei 30.000 kommen. Und ich denke, dass das in beiden Szenarien nicht funktionieren wird an der Stelle. Denn auf der einen Seite, für den Fall, dass das bullisch aufgelöst wird, wovon ich eher ausgehe, dann kommen wir hier erstmal auf die 200-Tage-Linie und wir haben jetzt hier noch diese horizontale Widerstandszone, die wir erstmal noch durchbrechen müssen und über die werden wir auch gleich nochmal sprechen. Und das sind eben zwei Widerstände, durch die Bitcoin erstmal durch muss und deswegen gehe ich davon aus, dass wir hier spätestens an der 200-Tage-Linie nochmal so einen kleinen Rückläufer sehen. Kann natürlich auch schon vorher kommen. Und auf der Unterseite sehe ich eben, dass nicht mehr so viele Risk-On-Investoren mehr im Markt sind und auch nicht mehr allzu viele Neulinge. Bitcoin ist aktuell nicht mehr so im großen Interesse. Das sieht man zum Beispiel auf Google Trends. Und deswegen funktionieren diese Kaufzonen hier für die Bitcoiner und die Maxis deutlich stärker, weil eben dieser Verkaufsdruck nicht so stark kommt. Das heißt, selbst wenn wir jetzt hier unten durchbrechen, kommen wir jetzt erstmal nochmal hier auf diese Unterstützungszone, die von dem Tief aus dem Jahr 2021 kommt und aus dem von 2022. Und spätestens hier unten kommen wir diese ganz starke Kaufzone für Bitcoiner und Maxis, die ich in der Folie davor schon mal gezeigt habe. Das heißt, auch hier wird der Abverkauf nicht so stark werden, wie das normalerweise bei diesen Dreiecksformationen ist. Als nächstes möchte ich mit euch nochmal diese Unterstützungslinie anschauen. Also wir hatten hier in der Abwärtsbewegung, haben wir hier gesehen, dass das eine Unterstützung ist. Dann kam der Preis nochmal zurück. Dann ist es ein zweites Mal angelaufen. Auch da hat die Unterstützung gehalten, ist nochmal zurückgekommen. Und dann ist es nach unten durchgebrochen. Da gehört schon einiges dazu, um diese 200-Tage-Linie als Unterstützung und diese horizontale Unterstützung zu durchbrechen. Aus dieser ehemaligen Unterstützung wird dann ein Widerstand und dann läuft das Ganze nochmal von unten. Das sehen wir hier, haben wir einen Kontakt und hier haben wir fast einen Kontakt. Der hat nicht ganz geklappt, da haben ein paar Punkte gefehlt. Aber jetzt sieht es so aus, als ob wir das Ganze hier noch ein drittes Mal versuchen. Und sollte das jetzt funktionieren, sehe ich hier bei der 200-Tage-Linie nochmal einen Widerstand, sodass wir hier nochmal runterkommen könnten und dann wird diese Horizontale wieder zu einer Unterstützung. Es kann aber auch sein, dass wir direkt hier nochmal abprallen, nochmal nach unten gehen, vielleicht nochmal auf der Unterseite dieses Dreiecks und dann beim vierten Anlauf hier oben ranlaufen und dann durchbrechen. Deswegen halte ich das auch insgesamt für sehr riskant, wenn man sagt, dass man beim Trading ja mit Erwartungswerten rechnet, denn diese Erwartungswerte, die kann man nicht berechnen.
Dadurch, dass jetzt weniger Risk-On-Investoren da sind im Markt, wovon ich jetzt ausgehe, ändern sich auch sämtliche Wahrscheinlichkeiten und mit den Wahrscheinlichkeiten ändern sich auch die Erwartungswerte. Das heißt, man hat zwar wieder dasselbe Muster, von mir ist wieder ein Dreiecksmuster, aber das funktioniert jetzt nicht mehr genauso wie vor einem Jahr, wo noch deutlich mehr Risk-On-Investoren drin waren. Wenn ihr also Trader seid, seid damit vorsichtig. Ich kann mir vorstellen, dass hier jetzt auch erfahrene Trader durchaus Verluste hinnehmen müssen, weil ihre Muster eben nicht mehr genauso funktionieren wie in der Vergangenheit. So, wie sieht das Ganze jetzt bei den Aktienindizes aus? Also, beim Hang Seng habe ich im letzten Video darüber gesprochen, dass man hier so eine leichte bullische Divergenz sehen kann und dass es zwar durchaus noch Potenzial nach unten gibt, aber da ich schon deutlich größeres Potenzial nach oben sehe. Tatsächlich ist es so, dass der Kurs beim Hang Seng auch deutlich eingebrochen ist und auch diese horizontale Unterstützungszone komplett durchbrochen hat, wobei mir eigentlich nicht ganz klar ist, warum das eigentlich der Fall ist, wieso China eigentlich so viel mit der Ukraine zu tun hat. Aber vielleicht sind es auch diese Panikverkäufe, weil auch Leute zum Beispiel vom Dritten Weltkrieg und Ähnlichem sprechen. Das ist für mich nicht ganz so einsichtig. Ich denke, dass diese Abwärtsbewegung deutlich irrational war und die schauen wir uns jetzt auch nochmal ein bisschen im Detail an. Aus meiner Sicht ist das hier eine ganz klare V-Umkehr und wir sehen hier auch ein Bullish Engulfing. Das heißt hier, diese grüne Kerze ist deutlich größer als die rote und kontert sie wirklich bei weitem aus. Deswegen gehe ich hier von einer Erholungsbewegung aus und es gibt auch einige andere Dinge, die dafür sprechen. Zum Beispiel die Sanktionen, die der Westen gegen Russland verhängt. Davon profitiert China, denn was auch immer wir jetzt bei Russland nicht mehr einkaufen, das kaufen wir jetzt bei China ein und China kann das ja auch bei Russland einkaufen. Das heißt, China kann es billig bei Russland einkaufen und teuer bei uns verkaufen. Außerdem spielt das Wetter jetzt auch relativ gut wieder mit. Ich habe mal gegoogelt, wie das Wetter in China aussieht. Also auch die haben zweistellige Gradzahlen und auch Sonnenschein. Deswegen gehe ich davon aus, dass dort die Covid-Zahlen deutlich nach unten gehen werden. Und dann werden die Lieferengpässe vielleicht schon in den kommenden Wochen oder in den nächsten paar Monaten langsam aber sicher rückläufig. Und dann haben wir volle Auftragsbücher. Das heißt, wir haben deutlich größeres Potenzial nach oben. Deswegen bleibe ich hier an der Stelle bei der Analyse vom letzten Monat, auch wenn die jetzt hier nicht so geklappt hat, wie ich das wollte. Insgesamt minus 5,8%. Und das war übrigens auch der Grund, warum ich meinte, Hang Seng ist deutlich riskanter als zum Beispiel Emerging Markets. Also ich hätte ja dann an der Stelle lieber in Emerging Markets investiert. Wenn man das nämlich mit Emerging Markets vergleicht, die haben statt minus 5,8% nur minus 3,85% ungefähr. Es gibt natürlich verschiedene Emerging Markets. Das kommt dann natürlich entsprechend darauf an, welchen du nimmst. Ich habe jetzt einfach den ersten genommen, den ich gefunden habe. Beim DAX habe ich letzten Monat darüber gesprochen, dass ich jetzt hier erstmal so eine kleine Aufwärtsbewegung sehen werde. Eine Voraussetzung dafür war, dass es nur mäßige Zinserhöhungen kommt. Das war auch so. Also wir hatten nur 25 Basispunkte, dass wir keine weiteren Eskalationen von Seiten Russland sehen oder der NATO. Auch das war im Prinzip der Fall. Wobei man auch sagen kann, dass die Sanktionen deutlich stärker sind, als man das vielleicht erwartet hat. Und wenn Russland verliert, kann es natürlich auch noch nach oben gehen. Das ist jetzt nicht unbedingt geschehen. Aber so wirklich schnell gewonnen haben die jetzt auch nicht unbedingt. Und trotzdem sind die Kurse nicht gestiegen. Wir sehen auch hier, habe ich das komplett völlig eingeschätzt. Also wir hatten auch hier eine V-Umkehr. Ich denke, dass ich die Sanktionen und die Auswirkungen vor allem der Sanktionen auf die deutsche Wirtschaft völlig unterschätzt habe. Ich habe vor allem die Kriegsdauer unterschätzt. Ich dachte, das geht nur ein paar Tage. Und dann ist die Sache gelaufen. Und wie man jetzt sieht, sind die Fronten komplett verhärtet und da gibt es kaum noch Bewegung. Ich bin schon gespannt, wie das die nächsten Wochen weitergehen wird, ob dann die Friedensverhandlungen jetzt doch vielleicht mal zu irgendwelchen Ergebnissen führen oder auch nicht. Was ich außerdem vielleicht noch unterschätzt habe, war die Abhängigkeit zu Russland. Vielleicht habe ich das tatsächlich unterschätzt, wie abhängig deutsche Unternehmen von Russland sind. Es könnte aber auch sein, dass das hier, wie gesagt, Panikverkäufe sind, weil alle möglichen Leute von einem Dritten Weltkrieg zum Beispiel gesprochen haben. Aber ich habe ja auch in dem Video gesagt, dass ich an der Stelle, selbst wenn ich jetzt hier davon ausgehe, dass wir jetzt wieder so eine Aufwärtsbewegung sehen, dass ich an der Stelle mit den deutschen Aktien nichts machen würde. Meine Erwartungen haben sich jetzt hier auch noch ein bisschen verändert, vor allem weil wir jetzt auch in den letzten Tagen so eine Seitwärtsphase hier gesehen haben. Deswegen bin ich ein bisschen pessimistischer unterwegs. Ich sehe zwar durchaus noch das Potenzial nach oben, das kann tatsächlich immer noch passieren. Wenn jetzt ganz schnell ein Frieden ausgehandelt wird, kann es auch deutlich schneller nach oben gehen und es kommt ganz viel Optimismus in den Markt. Die Lieferkettenprobleme in China haben natürlich auch Einfluss auf die europäischen Märkte. Aber von den Sanktionen gehe ich mal davon aus, dass die im Großen und Ganzen auf jeden Fall erstmal bleiben werden. Sie werden dann vielleicht ein bisschen zurückgeschraubt, aber insgesamt gibt es hier auf jeden Fall Potenzial nach oben. Trotzdem würde ich jetzt erstmal davon ausgehen, dass durch die Unsicherheit im Markt und auch die Einschätzung der Unternehmen selbst, die man ja im Ifo-Bericht rauslesen kann, dass die erstmal irgendwie berechtigt ist und dass es dann erstmal abwärts gehen wird. So, und jetzt kommen wir zu dem Fazit.
Also was mache ich? Ich mache auch diesen Monat nichts, denn ich habe ja schon mal darüber gesprochen, dass nächsten Monat, also im April, was Größeres auf mich zukommt, was ziemlich viel Geld kostet und auch viel Zeit. Deswegen habe ich jetzt auch aktuell kein Kapital, was ich irgendwie investieren kann. Aber ich möchte euch nicht vorenthalten, was ich machen würde, wenn ich welches hätte, was ich investieren könnte. Also Aktien im Bereich USA, Europa, also westliche Welt, würde ich weiter halten. Das hat sich ein bisschen verändert zum letzten Monat. Da hätte ich gedacht, noch so ein Teil verkaufen wäre noch möglich. Denn halten würde ich jetzt an der Stelle, weil es jetzt auch durchaus Potenzial nach oben gibt und dann möchte man schon eher investiert sein als nicht investiert. Die große Sorge ist eben im Prinzip Inflation und Zinsen, aber auch Lieferketten und auch dieses potenzielle Kriegsende. Das sind alles Dinge, die kann man als Privatanleger einfach nicht beeinflussen. Das heißt, an der Stelle würde ich einfach nur halten. Emerging Markets halte ich nach wie vor für interessant. Ich würde hier einfach einen weiteren Teil kaufen. Hier sei nochmal das Schlagwort 70-30-Portfolio erwähnt. Könnt ihr einfach googeln, findet man relativ schnell. Also hier sehe ich durchaus noch größeres Potenzial nach oben als in den USA und Europa, denn Europa bezahlt ja bei den Sanktionen auch mit oben drauf, was auf China oder auf Indien zum Beispiel nicht zutrifft. Und Bitcoin, da bleibt es bei mir fast auch wie beim letzten Monat, also unter 40.000 würde ich auf jeden Fall kaufen, halte ich nach wie vor für einen super Preis oder ich würde einen Sparplan für die nächsten 20 Wochen machen. Allerdings muss man hier sagen, dass ich ja schon investiert bin in Bitcoin, das heißt, wenn ich nicht investiert wäre, würde ich natürlich anders handeln. Dann würde ich auch sofort kaufen und nicht auf die 40.000 warten, beziehungsweise darauf hoffen, dass es da nochmal drunter geht. Was sich zu letzten Monat verändert hat, das seht ihr hier schon durchgestrichen. Ich würde keinen Teil aufbewahren für die 30.000er Marke. Das halte ich mittlerweile für sehr unwahrscheinlich, dass das nochmal passiert. Und Gold würde ich aktuell sagen, einfach nur halten. Langfristig würde ich das aber durchaus auch abstoßen. Ich habe dazu auch mal ein Video gemacht, warum Bitcoin der Sargnagel für Gold sein könnte. Die Quellen findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Ansonsten war es das mit dem Video. Nächsten Monat habe ich ja wie gesagt eine größere Sache, die auf mich zukommt. Ihr dürft auch gerne in den Kommentaren raten, was das wohl sein könnte, was so viel Geld und so viel Zeit kostet. Das könnte sein, dass dann dieses Video Raphael macht. Das müssen wir mal schauen, wie wir das am besten machen. Vielleicht geht es auch, dass ich das noch hinkriege. Das kommt immer sehr drauf an. Aber wie gesagt, da werde ich euch auf dem Laufenden halten. Ich werde es dann nächsten Monat natürlich rechtzeitig sagen. Ansonsten würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du noch ein Like da lässt, wenn es dir irgendwie geholfen hat. Und freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Bis dahin, ciao, ciao.